alle Star Wars Freunde, ich begrüße euch total recht herzlich zum Nikolaustag. Nikolaustag bzw. Nikolausabend ist da und Star Wars nun mal nicht wie sonst zu Weihnachten. Wir haben also keine 24 Türchen oder 12 Türchen, um uns auf Star Wars zu freuen. Nein, Star Wars ist nicht da im Jahr 2018. Ist halt so. Ich begrüße euch, wie gesagt, als Han Solo, den großen Flop im Jahre 2018. War halt so, wir arbeiten dran. Wir hoffen, dass ihr vielleicht ja doch irgendwann 2 und 3 noch als Trilogie doch reinschieben. Dass Han Solo vielleicht doch lustiger wird, noch interessanter oder so. Vielleicht auch ein anderer Darsteller, der dem Han Solo dann doch etwas ähnlicher sieht. Muss alles nicht sein, aber könnte man ja mal drauf hinarbeiten. Nikolaustag, ja, Nikolaustag, Star Wars, wie gesagt, im Schaufenster, total Star Wars mäßig, dennoch umgebaut. Yoda hat seine Zippelmütze, ich habe sie jetzt sein lassen. Ich habe hier halt meine Herren, die den sogenannten Nikolaus darstellen, hier mal eingebunden. Meine lieben Freunde, die halt Figuren kaufen, Figuren sammeln, einige gehen sehr kritisch mit diesen Figuren um, die sie da sammeln. Einige haben also mir auch schon geschrieben, dass die Figuren nicht mehr so wären, wie sie mal waren. Deswegen kaufen sie keine Figuren mehr. Meiner einer kauft halt die metallischen von Disney. Die machen mehr Sinn, die haben Gewicht, schauen nach was aus. Und Sideshow und Hot Toys, also Hot Toys und Sideshow, die gefallen mir natürlich, das ist klar, brauchen wir über den Preis nicht unterhalten, aber das sind für mich Figuren, die nach was aussehen, die halt auch Bekleidung dementsprechend anhaben, die wirklich wunderbar verarbeitet wurden. Wenn ich ehrlich sein darf, an sich könnte man Star Wars diese Figuren viel besser herstellen, aber dann haben die nicht diesen Umsatz, den die da gerne hätten. Ne? Es geht bei denen ja schließlich nur um Umsatz. Wie gesagt, mittlerweile kann man Star Wars teilen. Hollywood halt mit Kylo, da sind wir auch schon beim Thema. Kylo hat eine neue Maske, die er aus diesen alten Splitterteilen hat irgendwie zusammengebaut. Die ist halt mit, also die war ja kaputt halt, die hat er ja nun mal zerstört. Und die hat er dann wieder hergestellt, keine Ahnung. An sich bräuchte er keine Maske, aber mit Maske sieht er besser aus. Ja, ist halt so. Der David, der kommt da irgendwie besser rüber. Irgendwie diabolischer. Kommt auch seinem Großvater auch näher. E9 hat, wie gesagt, keinen Teaser zu Weihnachten. Bis jetzt jedenfalls nicht. Ist im Moment geistert Battlefront, die neuen Sequences werden vorgestellt. Gerade eben, bevor ich diesen Clip begonnen, habe ich schon ein Livestreaming on air erhalten. Ich habe ein paar Sekunden reingeschaut. Battlefront ist ja immer nur laufen, schießen, schießen, laufen, schießen, laufen, laufen, schießen. Wenn man das mag, ist okay. Ist alles okay. Ich bin ja mehr für die Dramaturgie, ich bin mehr für Film und Hörbücher und bin jetzt nicht hinter Comics oder hinter anderen Sachen her, sondern ich bleibe halt da, wo ich immer hergekommen, bei Foto und Film. Und würde mich also wirklich freuen, wenn wir im Jahr 2019 endlich mal eine Sendung produzieren könnten, die wir uns dann vielleicht gemeinsam ausdenken und dann gemeinsam auf den Weg bringen. Wäre natürlich eine sehr schöne Geschichte, wenn ihr mich darin unterstützen würdet. Das ist halt mein Wunsch. So etwas auf den Weg zu bringen. Eine ordentliche, wunderbare Star Wars Fangeschichte, Fanfilm oder halt Kostüm, Cosplayer, die jetzt am 2. Dezember da halt in Dortmund mal wieder eine Convention abgehalten haben. In dieser Convention war halt nicht nur Star Wars, sondern eine Comic Convention. Da waren halt Jack Norris, wie gesagt, der Bruder, die Schwester von Jack, die Schwester von Michael Jackson, ich weiß, LaToya könnte es gewesen sein, ich weiß nicht, der hat ja einige Schwestern, aber ich gehe davon aus, dass LaToya da war,
Wie gesagt, noch andere Stars waren da, mit denen man sich ablichten hat lassen können, auf Deutsch gesagt. Ja, viel kann man nicht erzählen. Ich überbrücke die Zeit halt, weil ich warten muss. Ich habe jetzt auch gleich noch einen Gast, aber dieser Gast wird nicht vor die Kamera treten, weil dieser Gast, dem wird eingewiesen. Wie gesagt, wir unterhalten uns darüber, wie wir die Sachen machen werden. Aber an sich ist der Gast sozusagen ein Kameramann, also der arbeitet nur hinter der Kamera. Wollten wir da mal eine Kameraführung durchgehen, wie wir hier das Studio für 2019 umbauen, um da Kameraarbeiten zu machen, um die Kamerafahrten und so weiter. Wie gesagt, jeder ist eingeladen irgendwie an dieser Geschichte des Filmmachens bzw. der Sendungmachens. Oder halt, wenn du wirklich Cosplayer bist, wirklich Lust hast, vor laufender Kamera irgendwas zu machen oder über deinen Star Wars, deine Sicht auf Star Wars mal zu verkünden. Also ich würde mich freuen, wenn ihr mitmacht, weil das mache ich alleine, ist ja kein Thema. Ich habe genügend T-Shirts da, also jetzt im Moment bin ich Han Solo. Letztens war ich Darth Vader, den Helm habe ich auch, die anderen Helme werden sicherlich nach und nach kommen. Es werden auch Sideshow und Hot Toys Figuren kommen. Ich habe mir die neue von Luke Skywalker Episode 7 und 8 angesehen. 8 ist halt neu, indem er da alles seinen Rucksack trägt, alles ist da drin, wunderbar verarbeitet. 7 haben wir ja gesehen mit der Kutte, mehr war das ja nicht. Er stand dann da und hat dann, also mit Sideshow und mit Hot Toys kann man ja wunderbar arbeiten, da kann man die Figuren ja gut animieren. Ich arbeite schon daran, vielleicht ein wunderschönes Showfenster mit großen Figuren mal in einem Display oder Diorama einzuarbeiten und dann da hineinzustellen. Muss ich mal gucken, ein Diorama irgendwie, ja, von der Insel oder von der Höhle oder als Dramaturgie wie Kylo mit Raider gesessen und er hineingekommen. Okay, das war eine Illusion, die man aber mit den Puppen nachstellen könnte zum Beispiel. Also viele Sachen könnte man machen. Im Moment stelle ich ja hier immer noch diese Figuren vor. Diese Figuren sind halt kaufbar. Ich kaufe sie halt für die Sendung, damit ihr die anschauen könnt. Wie gesagt, voll beweglich. Einige haben sie sehr getestet und haben festgestellt, dass die Farbe abgeht und so. Also die richtige Qualität ist im Moment nicht gegeben. Die richtige gute Qualität war immer noch Kenner. Und durch Kenner hat man ja natürlich wunderbare Figuren gehabt. Und die sind absolut sammelbar. Ich habe auch heute vorgestellt, dass einer Darth Vader ultimativ nur Darth Vader sammelt. Ultimativ nichts anderes, keine andere Figur wie das weder. Sowas ist eine Option, eine Obsession. Sowas gibt es halt auch. Wie andere, ich weiß nicht, ob es andere gibt, die wie gesagt nur eine einzige Figur sammeln in allen Variationen, das weiß ich natürlich nicht. Ich bin Händler, kann man so nicht sagen. Ich handle nicht mit Figuren, bin Dienstleistender, Realdienstleister und habe mir die sogenannte Star Wars Kulisse um mich herum erbaut. So, Star Wars ist eine Disney-Marke, Star Wars ist eine Lucas-Marke, ist also Fremdeigentum. Kann ich also nur als Kulisse nehmen, nur als Bereicherung, ja, und auch anbieten, weil die den Verkaufssitzen ist erlaubt, ist eingetragen. Ich kann also als Eingetragener für Figuren etc. aller Art die anbieten, aber wenn ich ehrlich bin, ich komme da nicht so heran. Die anderen da irgendwie rankommen, die haben ja eigene Websites, nur mit Star Wars verkaufen und leben, also nur nach Star Wars, in Star Wars. Die machen alles Mögliche möglich, indem man voraus kassiert, also die machen Vorauskasse. Und dann kann man als Kunde warten oder sogar sehr lange warten, bis er die Ware dann erhält. Also ich bin jetzt nicht meinem Geld so böse, dass ich da Monate, ich hatte mal so eine Warensendung vorgehabt und da hätte ich aber 25.000 Euro bezahlen müssen. Dann hätte ich ein Jahr drauf warten und dann erst bekommen. Ja,
Also 25.000 Euro mal eben für ein Jahr irgendjemanden geben, den ich gar nicht kenne. Da sind wir wieder beim Kernthema. Also ich gebe ungern etwas ab, wenn ich den überhaupt nicht kenne. Gar nicht, null, niente. Auch wenn dieser mich als Freund deklariert, gebe ich trotzdem nichts ab, weil ich ihn nicht kenne. Ja, ich kenne ihn nicht und ja, wie gesagt, ich bin Star Wars Fan. Ich bin Star Wars Freund. Ja. Ich mag Star Wars sozusagen als Freund. Ja. Wenn es Droiden zu kaufen gäbe, würde ich das tun. Ja. Um irgendwelche Sachen hier, aber mehr für die Kamera. Damit vor der Kamera irgendwas abläuft. Eine schöne Geschichte. Ja. Das will ich machen. Also nur Green Room, Blue Room arbeiten, nee, sollte nicht sein. Wie gesagt, hier ist ein Studio, hier werden Fotos, Filme gemacht. Und wie gesagt, auch diese sogenannte Star Wars Geschichte wird hier gemacht. Wir freuen uns ja wirklich immer, wenn wir diese Geschichten erarbeiten. Die Figuren, also wie gesagt, Kylo Ren jetzt mit seinem neuen Helm, der wird uns sicherlich nächstes Jahr oder übernächstes Jahr angeboten werden, dieser Helm. Ja, dieses, naja, also bestimmt. Also alles, was wir erleben, alles, was wir sehen, alles, worüber wir sprechen, ist nur dienlich, es zu kaufen. Zu kaufen, zu konsumieren. Ihr sollt Comics kaufen, ihr sollt die Comicsbücher kaufen, ihr sollt die Hörspiele kaufen, ihr sollt die Filme kaufen, ihr sollt die Figuren kaufen, ihr sollt die Trikotagen kaufen, ihr sollt die Bekleidung kaufen. Kaufen, darum geht's. Ihr sollt kaufen, ihr sollt konsumieren. Die Sache 77, 78, 79 und so weiter, da hatten ja gerade mal jeder so knappe 12 Figuren. Ja, 12 Figuren. Und das war's. Dann, ja. Und dann auch, wie gesagt, die Fahrzeuge nach und nach ist es ja dann entstanden. So, und heute, keine Ahnung, jeder muss es für sich. Also ich bin Sideshow, Hot Toys, Kabukiya, okay, aber ich habe dieses Fingergefühl nicht mehr. Es reicht mir schon, wenn ich mit D. Augustini arbeiten muss, um den zusammenzubauen, den Falken und später den X-Wing. Also da habe ich schon eine Menge zu tun. So, ich gleite oder ich entgleite, weil ich, wie gesagt, warte. Und diese Wartezeit habe ich mir jetzt in dieser sogenannten Nikolausabend da mir jetzt versüßt, indem ich in die Kamera für euch diesen Nikolausabend dargestellt, wie gesagt, hergestellt und als Clip on Air. Wie gesagt, Star Wars macht einfach Spaß. Mit Star Wars kann man vieles machen. Auch so Resistance 39 am Samstag, warum nicht, zum Kaffee bzw. zum Frühstück kann man sich das dann anschauen. Ja, und dann Galaxy, wie gesagt, seht ihr ja, oder habe ich euch ja gezeigt, Galaxy of Adventures. Schauen wir mal, wie das oder wann es synchronisiert und dargeboten wird, sagen wir mal im März, April oder so im Jahre 2019. Noch einmal, das Jahr 2019 wird wunderbar. Richtig Star Wars mäßig von A bis Z. Ja, und ich freue mich, euch als Freunde zu begrüßen. Ich freue mich, wenn ihr wirklich vorbeikommt. Ihr solltet aber wirklich was mitbringen. Also nicht einfach vorbeikommen, ja, bespaß uns mal. Nee, ich habe kein Interesse, euch zu bespaßen. Ich habe auch kein Interesse, mir den Mund fusselig zu reden oder Steilvorlagen zu geben, damit ihr da irgendwie in den Quark kommt. Ja. Nee, also wenn man nicht mitmachen möchte, dann sollte man es von vornherein lassen. Ja, also wer ernsthaft der Star Wars Fan ist, wer ernsthaft vor der Kamera arbeiten möchte, wer ernsthaft was gestalten möchte, wer ernsthaft irgendwie eine Sendung vorbereiten möchte, damit andere sich unterhalten fühlen, das ist nun mal nicht einfach. Ja? Und das ist mein täglich Brot und ich suche halt und wir müssen uns halt dann unterhalten, was dabei herauskommt. Wie gesagt, der Gast talkt hier. Oh je, da wird heute, ja, der Gast kommt in der Bahn. Oh je. Ja, ist halt so. Also ich sitze hier im Studio, warte auf meinen Gast, der, wie gesagt, mit der Kamera da irgendwie, aber wenn ich mir das alles so angucke, das ist heftig. Das ist wirklich heftig. Also man macht ja eine Menge, man macht wirklich eine Menge, aber ist schon heftig. Naja, klar. Ich liebe Elektronik, ich finde Elektronik super. Hier ist Hightech, hier ist Industrie 4.0. Wir können Live-Schaltung machen, Live-Sendung machen. Okay. Die ist gerade gekommen.
Wir dauern. Ich will jetzt die Sendung nicht in die Länge ziehen, nur weil mein Kameramann hier nicht erscheint. Noch einmal, ich wollte keine Sendung jetzt machen, sondern im Jahr 2019 mit euch. Ja, wer fühlt sich gerade angesprochen? Er hat Ahnung, er hat Lust und Laune, er sitzt auch gerne vor der Kamera und spricht. Okay, wohnt auch nicht allzu weit weg, das ist super. Ja, sollte also nicht allzu weit weg wohnen, damit wir hier arbeiten können. Also wie gesagt, wir können alle irgendwie irgendwann. Kino, wie gesagt, ist auch da, die A40 ist da, gut, irgendwann dürfen wir mit dem Diesel nicht mehr anreisen, das habt ihr ja leider auch schon gelesen, hier die A40 soll dieselfrei werden, also das ist schon alles Murks hoch 16, aber was sollen wir machen? Also die Benziner, Motorräder etc., die können ja dann vorbeikommen oder halt mit Busse kommen, die nicht Diesel fahren, und dann können wir hier, wie gesagt, eine Sendung machen oder halt uns einmal alle Mann treffen, ja, alle Mann treffen, in so einem Kinosaal, nur wir die Star Wars Freunde A bis Z in diesem Kino, an diesem Tag, ja, die etwas Betuchten könnten ja dann sogar in der Nähe des Kinos ein Hotel mieten, nur die Betuchten solche, oder die anderen fahren halt wieder nach Hause. Ich meine, ist grotesk für einen wirklichen Fan, für einen, die fahren ja auch zu Conventions etc., das müsste man. Oder ja, das müsste man dann in Szene setzen. Kino, Convention, alles zusammen. Wäre nicht schlecht. Aber sowas machen die Leute ja in Dortmund mit Links. Ne? Oh je. Ja, sage ich einfach nur boah. Boah, ja, okay, ich habe kein Interesse jetzt euch irgendwie noch zu beschäftigen, weil Kameramann vertröstet mich mal wieder. Na, ja, so ist das immer. Ihr bekommt das alles live mit. Boah, ja, heftig. Ja, da müssen wir durch. Wie gesagt, ich bin voll verlinkt hier. Spezialuhr, Spezial-Smartphone der neuesten Generation. Industrie 4.0. Wie gesagt, ich hätte auch eine Live-Schaltung machen können. Hätte jetzt live sprechen können mit euch, bis dieser Kameramann hier endlich eintrudelt. Ja, ja. Fett, fette Seuche, du echt. Ja. Aber haben wir nochmal abgemacht. Ich meine ja, ne, ihr seht, ich stehe zu meinem Wort, Sendung machen, ja, eine Sendung machen. Und durch diese Sendung machen brauchen wir ja natürlich auch Leute, Kamera etc., Slider, Licht, ach alles. Also wir können eine Fotosession machen über unsere Sachen, wir können uns richtig darstellen etc. Wir können Dioramen bauen, über Dioramen fachsimpeln, ja, wir können auch ein Hobby hochziehen, so wie die Eisenbahner. Ja, die Eisenbahner bauen da in ihrem Club Eisenbahn und die Leute sprechen dann darüber, schauen sich das an, sind begeistert, ja. Und sowas könnten wir natürlich dann auch machen. So ist es nicht. Also wir können das dann auch machen, können dann Star Wars Dioramen bauen, darüber reden, vorstellen. Wir können richtige Geschichten machen. Also ich brauche noch eine richtige Crew, die Lust und Laune hat, diesbezüglich tätig zu sein. Ja, sollten Wildfremder dieses Video gesehen haben, sollten Wildfremder auch wirklich bis zum Schluss durchgesehen haben und sich fragen, was macht der denn da, fragt, ist kein Thema, ich sage es euch dann, das hier ist mal wieder so eine Sendung für Heiligabend, nee, für den Nikolausabend da, also ich habe mir die Sendung jetzt mal eben als Pause sozusagen, weil ich hier auf diesen Kameramann warte, eingearbeitet hier als Nikolausabend da. Ja, also Star Wars ist, ihr merkt, Star Wars ist im Jahr 2018 nicht erwähnenswert. Also darüber zu sprechen, wir hätten jetzt, wie gesagt, Battlefront nehmen können, über Battlefront sprechen, das machen ja einige. Ja, die sitzen da und sprechen über Battlefront, spielen das Battlefront auch live. Ihr könnt dann live zuschalten, euch das anschauen oder live mitmachen. Ja, das könnte man hier vielleicht auch, wir könnten eine Live-Sendung machen, wo ihr euch einschaltet, zuschaltet. Das kann man alles machen, ist ja alles da. Also noch einmal, eine Sendung, Star Wars Sendung,
oder im Thema Star Wars dürfen auch andere Themen irgendwie mit einfließen. Können auch Marvel-Freunde sein. Ich habe ja auch Marvel-Leute, DC-Leute habe ich sogar. DC, Marvel, Star Wars, die sind ja alle hier. Es waren sogar Harry Potter da, es waren ja sogar Herr der Ringe. Ist klar, das sind Blockbuster, das sind totale Blockbuster. Ich habe auch gerade gesehen, dass ein neuer Schauspieler für den Mr. America, also Captain America, da irgendwie geordert werden soll, dass ein anderer den Captain America macht, ja. Also Mrs. Captain da, America da, Miss Marvel kommt ja auch. Ja, G ist dann leider nicht mehr dabei. Vielleicht bei der Sendung war er noch dabei, wer weiß, werden wir ja sehen. Aber bei den anderen Marvel-Serien wird er wohl nicht dabei sein oder man beamt den da irgendwie ein. Keine Ahnung. Aber das Maskottchen sozusagen, der Urvater des Ganzen, der lebt ja leider auch nicht mehr. Und wir freuen uns dennoch auf die Convention in Chicago, Star Wars 2019, The Resort 2019 bei Walt Disney in Florida. Dann dieses Disney Plus, dann Galaxy of Adventures, Resistance, Realserien. Ich könnte jetzt stundenlang so weitermachen, mache ich aber nicht. Ich warte hier auf den Kameramann. Ich wünsche euch jetzt erstmal viel, viel Spaß und ja, feiert euren Nikolaus. Kommt gut über Weihnachten, kommt gut ins neue Jahr. Und da bis dahin wird sich schon irgendwie was machen lassen, dass ich gewisse Videoclips zusammensetze und daraus was mache. Also jetzt bin ich erstmal weg. Ne? Macht's gut.